Leute, was ist mit euch nur los, ey? Servus, meine Freunde, Fabian Magic hier. Aua, ich hab mir die Lippe gebissen. So ein Donker-Fan. Am Start heute, das Reaktionsvideo von gestern kam ja mega geil bei euch an. Deswegen habe ich mir gedacht, heute schauen wir uns mal ein paar optische Illusionen an, die angeblich high machen. Ich bin schon mega gespannt. Optische Illusion, wie ich darauf komme. Unter dem Video gestern hat jemand geschrieben, das sind doch alles nur optische Täuschungen. Und da hatte ich gedacht, ey komm, machen wir mal einfach ein Video zu optischen Illusionen. Und da habe ich hier ein paar coole Videos gesehen, beziehungsweise gefunden. Und mein Cousin hat sie schon gesehen und hat gesagt, es sollen richtig krass sein. Deswegen schauen wir uns die Videos jetzt an. Wir legen direkt los. Let's go. Okay, so wenig wie möglich blinzeln. Leute, macht alle mit. Boah, mir ist jetzt schon voll. Ey, mir wird immer voll schwindlig, wenn ich in sowas schaue. Voll verschickt. Okay, I, D, Y. Boah, Leute. Ich hasse es, bei sowas reinzuschauen. Das macht mich immer voll verrückt im Kopf. Aber macht mal alle mit, ich bin echt mal gespannt, was da jetzt passiert. Boah. Ja, wie lange soll man da noch ein... Leute! Mach mal, wenn ihr mitgemacht habt, seht ihr das gerade auch, wie sich alles so wellig bewegt? Boah, das ist ja voll verschickt. Alter, geil. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch funktioniert hat. Boah, es ist ja mega geil. Okay. So. Jetzt lässt es gerade wieder langsam nach. Okay, bei mir hat sich gerade alles so wellenartig bewegt. Also das ist... Ich frage mich immer, wie funktioniert sowas? Man guckt ja nur in so ein Bild rein und auf einmal... Genau. Keine Ahnung, ist die Welt so verschwommen. Ja. Auf jeden Fall, Leute, wir kommen zur nächsten Illusion. Ich bin echt mal gespannt, was da jetzt passiert. So. Okay, wir sollen immer auf den weißen Punkt in der Mitte schauen. Und wir sollen auf jeden Fall immer hinschauen, okay. Immer auf den weißen Punkt schauen. Macht alle mit, Leute. Nicht wegschauen. Oh. Das ist so verschickt. Mir ist jetzt schon schwindelig wieder. Okay. Boah, Leute. Okay, ich muss sagen, vielleicht liegt es auch gerade daran, dass es in meinem Zimmer ein bisschen dunkel ist, aber das war jetzt nicht... Also ich habe schon ein bisschen gemerkt, das ist... Aber die erste fand ich deutlich krasser. Wie war es bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, weil die erste hat jetzt bei mir deutlich besser funktioniert als jetzt die zweite. Also ich kann alles eigentlich ganz normal sehen, es war nur ganz kurz am Anfang. Das ein bisschen komisch war, aber jetzt ist eigentlich alles wieder. Ich muss sagen, die erste, die hat mich echt richtig...
Die war echt richtig heftig. Also ich bin mal gespannt auf eure Erfahrungen, weil solche Illusionen sind ja immer bei den Menschen ein bisschen anders. Deswegen bin ich da echt mal gespannt. Schauen wir uns mal die nächste Illusion an. Wir sollen uns wieder auf die Spirale, auf die Mitte konzentrieren. Und wir sollen uns halt darauf konzentrieren, wie sich alles wegbewegt. Okay. Wie sich die Spirale wegbewegt. Alle wieder mitmachen. Okay. Okay, voll verschickt. Sieht so aus, als ob es so eine Spirale ist, die so nach hinten geht, die wird immer kleiner. Und dann sehe ich sie wieder, als ob sie ganz nah vorne wäre und sich wieder wegbewegt. Versteht ihr, was ich meine? So, wenn die immer nach hinten geht und irgendwann sieht es aus, als ob sie wieder vor euch ist und wieder weggeht. Okay. Leute! Geil! Leute, ich schaue gerade auf die Kamera und die Kamera wird größer. Okay, das war gerade richtig verschickt. Ey Leute, habt ihr das gerade auch gemacht? Also, auf was habt ihr... Also ihr müsst euch auf einen Gegenstand konzentrieren, direkt danach, und der wird dann größer. Ey, das war gerade auch richtig, richtig geil. Oh mein Gott, das war ja gerade richtig verschickt, Leute. Oh. Okay, der Effekt hat wieder nachgelassen, natürlich. Der erste hat am längsten angehalten bei mir, aber das mit dem Größerwerden, das war gerade... Ich gucke so in die Kameralinse rein und auf einmal wird die ganze Kamera größer. Richtig, richtig geil. Leute, die Kommentare unter dem Video sind ja einfach zu geil. Der eine schreibt hier, ich habe beim letzten meinen Penis angeschaut und der wurde dann echt größer. Alles klar, Mann. Zu geil. Wer macht so? Wer guckt sich nackt ein Video an? Das geht doch nicht. Okay, geil. Da schreibt auch einer, bei der ersten Illusion war der Effekt extrem stark und bei der zweiten eher schwach. Okay, es war ja genauso wie bei mir. Und bei der dritten hatte ich kaum etwas bemerkt. Okay, ich muss sagen, bei der dritten, das habe ich wirklich direkt gemerkt, wie es größer geworden ist. Aber das ist das, was ich meine. Also bei jedem funktioniert die Illusion ja immer unterschiedlich. Deswegen, Leute, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welche dieser Illusionen bei euch am krassesten gewirkt hat, ob es die erste, zweite oder die dritte Illusion war. Und schreibt mir mal, wie euch dieses Format hier gefallen hat, ob wir sowas öfters machen sollen, sowas mit diesen optischen Illusionen. Falls ihr davon einen zweiten Teil haben wollt, stimmt es hier einfach mal ab, ja oder nein? Weil ich finde so Illusionen immer richtig, also ich finde es immer richtig verschickt. Ich weiß auch gar nicht, wie sowas funktioniert, dass man da jetzt reinguckt. Und dann, ich bin eigentlich auch so ein Mensch, ich gebe eigentlich ungern so die Kontrolle her, aber... Es ist ja, man guckt da rein, dann wird alles größer, alles ist verschwommen und man hat das Gefühl, man hat sich selber irgendwie nicht mehr richtig unter Kontrolle, zumindest für einen kurzen Augenblick, so ist es zumindest bei mir. Und deswegen stimmt hier, ich glaube, das ist auf der Seite sie, stimmt hier dann ab und ich bin echt gespannt, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich auf jeden Fall mega gerne noch einen zweiten Teil drehen. Und in diesem Sinne, meine Freunde, würde ich mich auch für heute verabschieden. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat das Video gefallen, schreibt es mir in die Kommentare, ganz wichtig. Mich interessiert es hier wirklich, was bei euch funktioniert hat und was nicht. Ich lese mir, wie gesagt, wirklich alle Kommentare durch und stellt unter diesem Video auch noch Fragen, weil, wie gesagt, ich drehe demnächst ein Q&A, Fragen-Antwort-Video, oder schreibt ein paar lustige Kommentare, dann kann ich auch auf eure Kommentare ein bisschen reagieren. Wird bestimmt mega lustig, ich freue mich schon richtig drauf. Also so viel wie möglich reinschreiben in die Kommentare. Und übrigens, für alle, die aus Stuttgart oder aus der Umgebung kommen, ich bin am Samstag in Stuttgart zur Neueröffnung von Shisha Station. Also es ist ein Laden von einem Kollegen von mir. Der hat auch einen hier in Heilbronn, aber der macht einen zweiten Laden in Stuttgart auf und da bin ich bei der Neueröffnung auch dabei. Und da zauber ich einfach auch ein bisschen für die Gäste. Da ist ja auch noch mein Freund Mr. Yassin da, der mit der Hypnose das kann. Also falls ihr auch nicht an Hypnose glaubt, er... kann euch dort auch hypnotisieren. Es wäre cool, falls ihr Bock habt, auch in dem Video drinne zu sein, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr aus der Umgebung kommt, dann können wir auch ein bisschen quatschen und wir können ein paar coole Videos machen, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Die genaue Adresse, die poste ich noch hier unter das Video. Ich sage es auch nochmal auf Instagram. Auf Instagram heiße ich, wie gesagt, einfach Fabian Magic. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, da lade ich auch immer wieder coole, lustige, kleine Zauberclips hoch und natürlich auch Bilder.
Und in diesem Sinne, meine Freunde, verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Illusion euch am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ja, ihr wisst es, Magie hautnah.